macht euch das Spaß? Mhm. Ihr seid ein Sadist! Ja, ich weiß. Hello Friends, Anirub Fox ist wieder am Start. Es ist Couch Friday. Zumindest der Tag, an dem dieses Video ausgestrahlt wird, ist es Freitag. Eigentlich ist Mittwoch. Aber da ich morgen Bereitschaftsdienst habe, werde ich morgen nicht für eine Aufnahme bereitstehen. Dementsprechend habe ich ein bisschen vorgegriffen. Aber das soll euch ja nicht stören. Es ist immer noch so heiß, aber ich bin natürlich, wie es sich gewohnt für Couch Friday, mit einem kühlen Bier ausgerüstet. Don't drink and drive. Ja, wie geht's euch? Mir geht's gut. Bin immer ein bisschen müde. Aber dazu bin ich heiß auf den Loot. Dementsprechend fangen wir gleich mal an. Schön alles einsacken, was es einzusacken gibt. Oh, ich sag euch, die Temperatur macht mich fertig. Ich finde eigentlich jetzt nicht so ein Corona. Ich bin eigentlich nicht so ein Jammerlappen. Vor allem was Temperatur angeht. Aber zurzeit ist echt hardcore. Ein bisschen dunkel hier. Bin arg dunkel. Mal überlegen, ob ich. Nee, macht keinen Sinn. Ich glaube, ein bisschen die Helligkeit muss ich ein bisschen höher stellen. Und gerade überlegt, ob ich. Ja, ich glaube, so ist okay. Zu dunkel sollte es jetzt ja auch nicht sein. Ich weiß, da oben leuchtet's. Da will ich schon die ganze Zeit. Ach ja, ja, klar. Auf den Schrank drauf. Worauf wollte ich hinaus? Ja, eigentlich bin ich kein Jammerlappen, was Temperatur angeht. Aber zurzeit ist es echt ein bisschen heftig. Man ist nur am Schwitzen. Gesundheit. Halte die Steuerkreuz nach oben, um das Inventar zu öffnen. Drücke dann A, um etwas zu essen und einen Teil deiner Gesundheit wiederherzustellen. Kennen wir. Standard. Mal gespannt, was wir heute schaffen. Ich versuche mich ein bisschen zu beeilen, dass ihr natürlich auch irgendwas seht. Dass wir nicht immer nur ständig an einem Fleck uns bewegen, sondern ein bisschen was von der Welt sehen. Ein bisschen mit der Story vorankommen, auch wenn wir gerade frisch angefangen haben. Möchte ich schon einen schnellen Verlauf erzielen? Nein. Bis morgen früh, das ist noch so lange. Versteht das nicht. Muss mal ganz kurz was testen, komm gleich wieder. Statt abzuriegeln, hält die Schwermut auch nicht auf. Wir sitzen nur auf dem Sargdeckel. Ja, aber wir werden dafür bezahlt. Die Wache hat Stonemarket abgeriegelt. Aber seit wann halten Schlösser mich auf? Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Paranoid, wie ihr mich kennt.
Aber lieber checke ich alles zweimal, bevor ich riskiere, die Aufnahme von neu zu machen. Es ist jedes Mal ärgerlich, wenn das passiert. Ah, der hat einen Geldbeutel. Ah, da komme ich erst später runter. Geldbeutel, ihr wisst Bescheid. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Er ist froh, wenn alles vorbei ist. Okay, kann ich da nochmal hoch? Ich bin trotzdem scharf auf seinen Geldbeutel. Ich bin scharf auf den Loot. Oh fuck. Der Besen. Überall Ratten. Okay, der bleibt da stehen. Eine gewisse Zeit dreht sich um. Dass der mich nicht sieht. Also, ich glaube, da muss ich doch irgendwie die... Das ist nicht immersiv. Ah, schon besser. Dann ist halt schwarz, schwarz. Ja, ein paar Schritte kann ich ihm ja folgen, auch ins Licht. Das macht mir gar nichts. Bin mir nicht sicher, ob da hinten auch was zu holen ist. Wie gesagt, wir holen uns jeden Loot, der möglich ist. Ich lass nichts liegen. So, wir lassen den... Ist das nicht die Schwermut? Hier gäb's eine Eintopfküche. Hier ist nichts. Okay, gleich wieder raus. Ich möchte nicht allzu lange in der Helligkeit verweilen. Immerhin haben wir schon mal ein Teil. Ah, der kann auch ziemlich böse sein, glaube ich. Was macht er da an der... Das ist Leichenschändung, was er da betreibt. Ich könnte natürlich das Licht ausmachen. Und dann werde ich halt einen Wasserpfeil verschwenden, aber eigentlich muss ich auch. Ah ne, warte. Ja, jetzt haut er, glaube ich, ab. Ja, erstmal ein bisschen husten. Corona. Und dann geht er wieder hin. Okay. Nochmal anders. Okay, bald dahin. Was? War da ein Geräusch? Wer versteckt sich da in der Dunkelheit? Neue Flasche holen. Da war nichts. Ich höre Gespenster. Und dann sind wir nach oben. Ich schlaf mal weiter. Hoffentlich zeigt er sich. Dann steche ich ihn ab und raub ihn aus. Ach, ich liebe es, auf den Dächern rumzulaufen. Ich bin immer gewohnt, die RB-Taste zu drücken, damit er die Kralle nutzt, aber ich glaube, die macht er automatisch. Mal bei Zeiten. Ich weiß nicht, warum ich mir das angewohnt habe. Also, muss ja einen Sinn haben, dass ich mir das angewöhnt habe. Bei Aaron klang das Ding lauter, als es ist. Oh, du bist so obercool. Dann kann man auch
reingucken, glaube ich, oder? War das nicht so, dass man durch das Schlüsselloch schauen konnte? Weiß ich nicht mehr. Das ist auch schon ewig her, dass ich das gespielt habe. Aber wie ich bei der letzten Folge schon gehypt habe, ich liebe es. Hört alle her! Hört alle her! Die Steinhauergasse ist über Nacht gesperrt! Nein, oh come on! Was siehst du dir da an? Den Preis dieser Maske. Damit könnte man ein Jahr lang 100 hungrige Mäuler stopfen. Hast du jetzt plötzlich ein Gewissen? Das ist wie die Pest. Ja, das kennen wir ja. Das Level kennen, glaube ich, viele, die das Spiel schon gespielt haben. Vor allem, weil das halt der erste große Coup ist. Fortschritt. Wasser aus dem Blablabla. So, jetzt die Frage. Auf was gehen wir? Jäger lassen wir ganz weg. Alter, sieht schon creepy aus. Jäger lassen wir weg. Jäger ist zu brutal, das ist mir... Nee, Shooter-lastig möchte ich nicht. Möchte nicht irgendwie Fallen um mich rumschießen und Gegner töten. Haben wir, glaube ich, sowieso in der Schwierigkeit raus. Opportunist ist ja zwischen Phantom und Jäger. Und Phantom ist rein Stealth. Und ich glaube, das machen wir auch rein Stealth. Ist noch was an der Karte? Nee. Achso, Moment, Ziele. Juweliergeschäft, ja. Ah, da. Klar, alle Beuteobjekte stehlen. Nee. 9 Flammen löschen? Klar, darunter zählen auch die Kerzen. Und bleibe unentdeckt, sollten wir auch schaffen. Kopfschüsse. Ach. Haben wir überhaupt. Aber normalerweise, soweit ich weiß, können wir das ja eh nicht machen, weil wir die Schwierigkeit doch. Ja gut, muss mal suchen. Trickreich. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal. Ziel ist es auf jeden Fall, unentdeckt zu bleiben, ganz klar. Alles andere. Lass ich nicht gelten. Zuerst holen wir uns hier den Loot. Auch wenn es nur ein Goldstück ist. Na. Da bin ich ausgerutscht. Liegt hier noch irgendwas? Habe ich jetzt eigentlich? Nee, habe ich nicht. Hat auch Fokusauge. Wenn ich mich konzentriere, bin ich irgendwie schneller als sonst. Was ist los mit mir? Fokusauge habe ich immer früher nie ganz lange genutzt. Weil auch wenn es leer ist, kann man es ja trotzdem kurz an- und ausschalten. Und dann genau, dann werden die Objekte trotzdem ganz kurz gehighlightet. Das reicht meistens schon vollkommen aus, um zu wissen, wo der Scheiß ist. Okay, da gucken wir uns mal hier unten noch. Bisschen Brad, bisschen Wein. Oh,
Brot auf Wein, lass das sein. Ach so, ja, ich dachte gerade. Was bringt uns dieser Weg? Ja, doch, ein bisschen länger muss man es schon anbehalten. Sonst macht das keinen Sinn. Aber ich glaube, später geht es trotzdem. Wenn auch nur ganz kurz. Ich habe jetzt schon irgendwie das Gefühl, auch wenn ich dieses Level gefühlt tausende Male gespielt habe, weil ich es ums zum Verrecken perfekt machen wollte, komme ich mir jetzt schon wieder verloren vor. Ja stimmt, Flammen müssen wir ja auch ausmachen. Da kann man hoch, ich weiß. Nein. Corona. Unfassbar, dass diese Leute von unserem Zehnt bezahlt werden. Ja. Okay, da geht's zum Juwelier. Da ich alles durchkämmen möchte, gehen wir jetzt trotzdem noch mal den ganzen Weg zurück. Nacken schmerzt. Nacken schmerzt. Ja, blöd. Ja, also, Leute, das mit dem Header, das lassen wir weg. Das ist jetzt nicht so... Weiß ich nicht. Vor allem, ich glaube, es sind doch sowieso keine vier Wachen da, wo man das machen könnte. Soweit ich weiß. Boah. Dieses Rumgehuste. Furchtbar. Genauso furchtbar, wie ich hier die ganze Zeit rumschleiche, glaube ich. Oh, der hat Loot. Der hat Loot. Ja. Ich weiß, wie ich den Olaf bekomme. Okay, macht er automatisch, brauche ich keine Taste drücken. Gut zu wissen. Ist er da rein? Das sieht so aus. Und da steht nur einer. Sie wird das nie erfahren. Ich gehe auf dem Heimweg bei den Docks vorbei. Oh nein. Mach Sachen. Geht er seine Eulen fremd? Der Loot? Ja, Freunde, ich weiß. Wir bewegen uns im Kreis. Ich will halt nur alles Ganze hier durchkämmen. Wow. Das war ja nix. Ja, nix. Zurücklassen. Und außerdem brauche ich wieder einen Überblick über die Map. So, jetzt nehmen wir ihm noch die Brieftasche weg.
Ja, ganz kurz überlegen. Es hat bald gar nichts mehr zu bieten, wenn du kein Geld mehr hast. Muss ich auch passen. Die anderen zwei. Was ist mit den Einkaufsküchen passiert? Muss ich ja auch einen Blick haben. Oh, das ist ein reicher Dude. So richtiges Rich Kid. Nicht, dass ich den jetzt beklau und die dann die zwei gerade um die Ecke kommen. So wie jetzt. Oh, Lappen. So, jetzt aber. So, Olaf kommt jetzt vor. Was? Die Schritte werden schon wieder lauter. Mir knurrt der Magen. Das ist doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Ich wäre gern bei der Wache, aber... Mein Nacken schmerzt. Es wird spät. Gut. Ja, ich weiß, ziemlich risky, was ich da mache. Fluss bis hierher riechen. Idiot. Okay. Werde krank. Der nächste Coup wäre ja von oben. Von oben, nicht vergessen. Genau hier. Ich greif lieber von oben an. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Gut, wir haben 4 Soldaten. Das sind ja die zwei, die patrouillieren. Und der da. Und der, wo schnarcht, dann hätten wir 4. Ein paar Wachen. Dazu habe ich nur... Ah, da ist noch einer. Dürfte nicht schwer sein, die Maske zu stehlen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir killen dürfen. Ich speichere jetzt einfach mal. Hey, pff. Um das alles. Vielleicht ist das Leben als Dieb gar nicht so. Hätte ich so ein Prachtweib wie er, wäre ich längst oben im Bett. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Oh toll, steht er genau davor, ey. Sieh dir das an. Ich würde ja selbst zugreifen, aber ich brauche den Job. Heute kann man nur noch mit einem Messinghammer auf die... Alter! Was springst du runter, Dude? Hätte ich auch gemacht? Hätte ich so ein Prachtweib wie er, wäre ich längst... Frag mich, ist das laut? Ja, ich weiß, brutal. So, hier können wir entspannt looten jetzt. Mal kurz gucken. Ja. Ja, eigentlich war ich dagegen. Weil wenn dann, wenn's da hilft, dann richtig.
Aber, na gut, was soll's. Irgendwo kann man hier das Licht ausmachen. Dachte ich zumindest. So, hier können wir, wie gesagt, uns ausgiebig austoben. Der Sack, der schläft. Der kriegt auch einen Pfeil in den Kopf. Und dann draußen haben wir noch. Wird alles leergeräumt. Dann tragen wir mal weg. Oh. Okay, das ist nicht ein bisschen leiser. Einfach am Boden plomsen. Was ist das für ein Juwelier, der das Geld einfach auf den Boden lässt? Der hat wohl zu viel. Oh, ich bin so ein Rich Kid, ey. Nicht vergessen, immer schön wieder zumachen. Beim letzten Mal hat uns das echt... Ich bin neuerdings so müde. Ja, ich weiß, was du meinst, Bro. Meine Zeit wird kommen. Ich weiß es. An was ich mich auch noch erinnern kann, ist, wenn man das Schlossknacken versemmelt, dann hören die das. Diese Juwelen sind aus Glas. Aber wenn das jemand nicht weiß, bezahlt er gutes Geld dafür. Jetzt aber raus hier. Durch eines der Fenster oben komme ich über das Tor. Jetzt doch noch nicht. Wir sind noch gar nicht fertig. Vier Headshots. Vier Headshots. Das sind vier noch. Ein paar Feinde. Was ist die andere? Ja. Sorry, Bro. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Nope. Definitiv nicht. Vor allem, wenn ich unterwegs bin. Boah, wenn es mit Zeitdruck ist, werde ich da echt nervös. Früher war ich da echt richtig schnell. Aber das sind... Oh, das sind... Mikrometer. Warte. Mach der Hafer auf. Geld, ganz viel Geld. Guter Fund.
Und wieder zumachen. Oh, das Gesicht möchte ich gerne sehen vom Juwelier, wenn er dann so einguckt und sich die Schätze anschaut. Und dann, nichts mehr drin. Shit happens. Daneben. Ich glaube, für manche ist dieses Spiel echt ein bisschen zu entschleunigend, zu ruhig. Vor allem, wenn ich mich konzentriere und dann nicht so viel rede. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass es für manche ein bisschen zu lahm ist. Allein schon, dass es keine Musik im Hintergrund hat. Aber es ist Couch Friday. Und da machen wir nur chillige Sachen, nicht wahr? Hey, hat die Kerze nicht gebrannt? Nee, hat sie nicht. Das ist eine Lüge. Ach, scheiße, der macht sie ja wieder an. Hat es jetzt aber gezählt als? Stimmt nicht. Jemand? Nein. In den Schatten vielleicht? Nö. Meine Nerven liegen blank. Ja. Macht euch das Spaß? Ihr seid ein Sadist! Ja, ich weiß. Ach, come on. Bin ich jetzt entdeckt worden? Oh, Leute. Ja, sorry, das war blöd von mir. Das war dämlich. Oh. Um euch das zu ersparen, skippe ich das mal schnell. So, ich habe jetzt wieder alles gemacht, was wir vorhin auch gemacht haben. Ich habe sogar einen Kerzenständer und ein Tötenfass vergessen. Habe ich nachgeholt natürlich. Jetzt sind wir hier bei diesem Olaf wieder. Das Lötzinn ist noch nicht warm. Was? Meuterei. So, mal sehen. Vetter. Ich fürchte, dieser Brief könnte bei den vielen anderen landen, die oben im Regen verrotten. Beten wir, dass das nicht passiert, weil ich einen delikaten Auftrag habe, der uns beide reich machen könnte. Hey, die Kerze ist verloschen. Ja, mach's halt wieder an. Ich mach's ihr wieder aus. Ja. Hier ist nichts. Nein. Ich bin schon so gut wie tot. Oh ja. Ich weiß, ich wiederhole mich. Macht euch das Spaß! Oh, ihr seid ein Sadist! Ah, der hat ja auch Loot in seiner Tasche. Wer aufpasst, lebt länger. Hm.
war ich, reich machen könnte. Madame bekommt also eine vergoldete Kopie, besetzt mit Hat es jetzt eigentlich gezählt, dass ich jetzt so viele... Das klassische Glas, wie es sich für eine Hure ziemt. Hat er gerade Hure gesagt? Bei allen toten Göttern. Ich habe mir die Finger wund gearbeitet. Ja. Das ganze Geld steckt im Original. Ich bewahre es in meiner Werkstatt auf, bis du einen Käufer außerhalb dieser stinkenden Stadt findest. Ein Original und eine Kopie. Ein netter Schwindel, Lycroft. Gut, dass ihr es mir aufgeschrieben habt. Das will ich doch haben. Harte Zeit. Was jetzt? Oh Mann. Ist da jemand? Hallo? Ich krieg das noch. Hier ist nichts. Das ist furchtbar. Er ist immer noch hier. Das ist furchtbar. Hey, schleicht hier jemand herum? Hier ist... Oh, Karl! Ich bin so ungeschickt. Und so verdammt ungeschickt. Das Lötzinn ist noch nicht warm. So, mal sehen. Vetter. Ich fürchte, dieser Brief könnte bei den vielen anderen landen, die oben im Regen verrotten. Beten wir, dass das nicht passiert, weil ich einen delikaten Auftrag habe, der uns beide reich machen könnte. Bei allen toten Göttern. Wo war ich? Reich machen könnte. Die Madame bekommt also eine vergoldete Kopie. Alter! Besetzt mit erstklassigem Glas, wie es sich für eine Hure... Wer war das? Du weißt nicht, wer ich bin, wer auch immer du bist. Nope. Meine Nerven liegen blank. Ich muss auf jede Kleinigkeit achten. Ich muss auf jede Kleinigkeit achten. Konzentration. Deswegen bin ich jetzt mal ganz kurz ruhig. Jede Kleinigkeit achten. Hey, hat sich da gerade jemand? Hey. Hier,
Es ist doch an sich so einfach. Ich glaube, den Part beschleunige ich. Ihr kennt ja diesen Zeitraffer, den ich so gerne nutze, wenn ich mal irgendwie stecken bleib. Zeitraffer ab jetzt. So. Jetzt müssen wir es soweit geschafft haben. 7. Okay, ich kann es auch nochmal lesen für euch. Vetter, ich fürchte, dieser Brief könnte bei den vielen anderen landen, die oben im Regen verrotten. Beten wir, dass das nicht passiert, weil ich einen delikaten Auftrag habe, der uns beide reich machen könnte. 3. Meine übliche Klientel, die Mittelklasse, hat kaum Geschmack und noch weniger Geld. Also habe ich meine Dienste flussabwärts verkauft an eine gewisse Madame Sausau. Eine Madame in Südviertel, Hälfte der Bezahlung im Voraus. Das Ganze ist natürlich gefährlich, aber das hat mich zu einer veritablen Glanzleistung angespornt. Werter Vetter, wie gemacht für einen Adelsheimstaat und eine Adelsbörse. 9. Die Madame bekommt also eine vergoldete Kopie, besetzt mit erstklassigem Glas, wie es sich für eine Hure ziemt. Das ganze Geld streckt im Original. Ich bewahre es in einem Werkstatt auf, bis du einen Käufer außerhalb dieser stinkenden Stadt findest. Die Madame und ihre ergebenden Messerstecher werden es nie erfahren. L. 7, 3, 9. Bei den vielen. Wir safen. Ging schon lang genug. Anderen Landen, die oben im Regen verrotten, beten wir, dass das nicht passiert, weil ich einen delikaten... Ich hab schon wieder die Zahl vergessen. 739. Auftrag habe, der uns beide reich machen könnte. Bei allen toten Göttern. Bei allen Göttern. Wo war ich? Reich machen könnte. Die Madame bekommt also eine vergoldete Kopie, besetzt mit erstklassigem Glas, wie es sich für eine Hure ziemt. Ah, komm schon. Ich habe mir die Finger wund gearbeitet. Das ganze Geld steckt im Original. Sammlung. Ich bewahre es in meiner Werkstatt auf, bis du einen Käufer außerhalb dieser stinkenden Stadt findest. Netter Versuch, Lygrove, aber ich bin euch voraus. So, geschafft. Wurde auch mal Zeit. Ja, wir brauchen immer noch Pfeile. Da ist noch einer. Bei uns fehlen die Pfeile. Und im Käfig ist ein Vogel. Ein Vogel, meine ich. Ich glaube, wenn ich den umwurkse, knallt er so fest auf den Boden, dass der Vogel tweet tweet macht. Opium für alle. Die hockt sich jetzt da, glaube ich, hin, oder? Ja, die hockt sich da hin. Ich bin nicht sicher, ob die das merkt.
Speichern wir mal lieber. Ich weiß, speichern ist auch so eine Sache, ist nicht immersiv. Aber besser als... Hat's nicht gemerkt. Dumme Nuss. Besser als wenn wir den ganzen Spaß jedes Mal neu machen müssen, weil ich zu dämlich bin. Bis beide. Nein. Sollen bloß nicht den Käfig anrempeln. Also wenn wir am Ende der Mission nicht alles gelootet haben, was ich eigentlich denke, dass wir das haben, dann weiß ich auch nicht. Ich bin so paranoid, ich muss helfen. Ich überlasse nichts dem Zufall. Alter. Das ist mein Fluchtweg. Aber wenn ich ihn benutze, gibt es kein Zurück mehr. I see. Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Das werdet ihr nicht hören, warum ich mich erschrocken habe. Claire hat mich nur, wie immer, daran erinnert, die Aufnahme langsam zu beenden. Wir haben nämlich unsere 50 Minuten langsam durch. Aber ein bisschen Freiraum habe ich ja noch. Dementsprechend, dass sie mich jetzt nicht beirren. Gucken wir mal, was sagt das hier? Wir haben nicht alles gelootet. Und wir haben auch nicht jede Kerze gelöscht. Wie soll das auch funktionieren? Also es müssten Hand entweder Kerzen sein oder Fackeln, die wir mit Wasser löschen. Pfeile haben wir auch keine, um sie zu killen, die uns fehlen. Ich gehe nochmal die unmöglichen Wege. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch was. Ne? Ich hätte jetzt gedacht, dass da vielleicht irgendwie ein Vogelnest ist. Vogelnester haben auch meistens irgendwas. Aber außerhalb haben wir schon alles durchgenommen. Ja, es ist irgendwo Kleinscheiß versteckt. Irgendwo im Winkel. Das Mädchen war recht anmutig. Aber das finden wir jetzt nicht, das finden wir heute nicht. Da müssten wir echt jede Ecke abklappern. Das würde unsere zeitlichen Rahmen sprengen. Können doch mal hier oben gucken. Irgendwas stimmt nicht. Hier war Tintenfass, was ich vergessen habe. Und da ist auch nichts. Nee. Ja. Sorry. Wie gesagt, ist irgendwo in einem Loch. Ist irgendwas versteckt. Ihr könnt mir ja, wenn ihr wollt, mir in den Kommentaren schreiben, wo etwas noch gefehlt hat. Dann können wir das abhaken als hätte man holen können. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wo der restliche Loot zu holen ist. Wie wir die restlichen 4 Headshots machen hätten können. Ich befürchte etwas. Man konnte sich ja so Add-ons kaufen, um gewisse Ausrüstungen schon am Anfang ein bisschen mehr zu haben. Und ich glaube, dadurch hat man mehr Breitkopfpfeile, mehr Wasserpfeile.
So könnte ich es mir vorstellen. Weil ich kann mir auch nicht, ich kann mich auch nicht erinnern, dass man diese Maps, diese Leveln wiederholen könnte. Wenn man mehr Ausrüstung hat, entsprechend. Nee. Bezweifle ich. Also von daher, schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr mehr davon sehen wollt. Wenn ihr sagen würdet, das Spiel ist mir viel zu lame. Macht lieber was anderes. Wie gesagt, es gibt noch andere Spiele im Petto, die ich schön oft gemütlich auf der Couch spielen kann. Aber ich habe halt gedacht, Thief bietet sich sehr gut an. Kein großer Aufwand. Gemütlich. Stressfrei. Mein alter Herr erinnert sich noch an das Feuer von Shellbridge. Stimmt, hier gibt's ja noch irgendwas. Oder war der Rauch so dicht, dass der Tag zur Nacht wurde? Ich habe gelesen, vor der Geburt des Barons war die Stadt im Krieg. Gelesen, was? Du alter Klugscheißer. Hey, du alter Klugscheißer, du Hacks. Die Straßen haben schon so viel Mist erlebt. Brände, Seuchen. Die Sache mit Blackfish, oder? Das war doch gar nicht. Aber wenn unsere Nachbarn erfahren, was hier los ist, bist du dann normalerweise laufen die gleich los, soweit ich weiß. Ich frag mich, oder, der Baron die Ausbreitung der Krankheit oder auch nicht. Es heißt, was ist das denn für ein Auflauf? Wer einen Schwerbesiegen bei sich aufnimmt. Ich glaube, der hat... Scheiße. Kriegen wir... Ja. Der hat Löt. Ich könnte ihn mit der Flasche wieder dahin locken, aber... Wir können es ja mal testen. Ich will seinen letzten Groschen. Gut. Dann beweg deinen faulen Hintern zurück. Gut, das Geld haben wir uns geschnappt. Wasserpfeile haben wir eh keine mehr. Ah, hier waren auch welche. Die haben auch Loot. Dafür habe ich keine Pfeile. Natürlich nicht. Der hat Loot.
Aber es war auch, es gab auch keine Flaschen mehr zum, soweit ich weiß. Ja, ich weiß, die Zeit wird knapp. Aber diesen Part möchte ich noch machen. Und vor allem richtig. Ach, das war an der Stelle, wo der Nachbar sich hier beschwert hat, glaube ich. Ja, das haben wir leider verpasst jetzt. Baron könnte es sich leisten, uns allen die doppelte Ration zu geben. Oh, ich hoffe, der sieht mich nicht. Gut. Und er hat nichts. Ah, die haben halt Loot, aber da komme ich jetzt nicht ran. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Naja, wäre nicht schlecht, wenn du heute Nacht schläfst. 3 Tage, wach ist nicht gut. Soweit ich mich erinnern kann, ist sowieso hier nicht viel. Also man kann ja hier nicht mal durch die Tür da, die ist ja auch zu, soweit ich weiß. Ist nix. Ja gut. Dann war's das wohl. Turm haben wir erreicht, unser Zuhause. Es ist kurz vor 12. Ja, aber unentdeckt sind wir trotzdem gewesen, oder? Entdeckt 0, ja. Verdacht erregt, ja klar, aber pff. 9 Gegenstände haben wir nicht. Was? Wir haben ein Sammelstück nicht. So ein Scheiße. Ja. Ist halt so. In dem Sinne sind wir für heute fertig. Ich mach's mir noch ein bisschen gemütlich hier. Trink mein Bier zu Ende. Bereite mich auf den Bereitschaftsdienst morgen vor. Und wir sehen uns am Montag zu Random Monday. Ich habe wieder was Schönes vorbereitet. Zumindest habe ich im Hinterkopf was Schönes für euch. Und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Erholt euch gut. Schwitzt nicht allzu mäßig. Schwitzen ist ekelhaft. Auch wenn Sommer ist. Lasst ein Like da. Daumen nach oben und schreibt mir, wenn euch das Video gefallen hat oder wenn euch irgendwas nicht gefallen hat. Ich möchte es gerne wissen. Ich möchte alles wissen. Ich möchte alles von euch wissen. In diesem Sinne, Anaerob Fox verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.